Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Und wir befinden uns in der zweiten Nachtsession vom Samstag zu Sonntag, wo ich jetzt ebenfalls mitten in der Nacht aufnehmen werde und hoffentlich ein paar Spiele schaffen, dann dementsprechend am Sonntag weniger machen muss. Und auch dieses Mal werde ich wieder etwas leiser machen müssen. Aber das einfach über die Audiospur korrigieren. Und ich hoffe mal, es läuft so wie gestern, weil es lief ja ziemlich gut. Wir haben 5 Spiele gemacht und haben davon 4 gewonnen. Ich will heute auch wieder mindestens 4 Spiele machen. Wäre cool, wenn ich auch wieder 4 gewinne. Dann hätten wir nämlich jedes Spiel gewonnen und schauen wir mal, wie es läuft. Also, ich denke, großes Plus war einfach, dass ich nicht ganz so viel geredet habe, konzentriert gespielt habe, bis zum Ende durchgespielt habe in den letzten Spielen und deswegen dann auch 4 von 5 Spielen gewonnen habe, wobei man sagen muss, dass das letzte Spiel, als ich glaube ich 2-0 gewonnen habe, super glücklich gewonnen war. Da hätte ich definitiv nicht gewinnen dürfen, da war der Gegner deutlich besser, weil ich auch total müde und unkonzentriert war, aber es hat trotzdem geklappt. Wir hatten mal Glück und haben gewonnen. Und ich hoffe einfach, dass das so weitergeht. So. Ach ja, was mir auch aufgefallen ist, ich habe halt gestern überhaupt nicht darauf geachtet, wie meine neuen Spieler agiert haben. Ich habe mich wirklich nur aufs Spiel konzentriert, nicht auf irgendwelche Einzelpersonen. Dementsprechend keine Ahnung, wie Quadrado performt hat oder Bender oder halt generell die neuen Spieler, also Pulisic, Pulisic, Quadrado und wer war noch toll? Ah ja, genau, Torreira. Ja, keine Ahnung, mal gucken. Ich will aber jetzt direkt mal die Scorerwerte angucken von den neuen 4 Spieler, ein Tor. Und das Ding war, dieses eine Tor hat er im ersten Spiel gemacht, wo er noch nicht geboostet war. Das ist auch nicht schlecht. Und Terreira hat schon mindestens zwei. Nee, ein. Er hat jetzt ja nicht im ersten Spiel in eine Vorlage und ein Tor gemacht. Okay, naja, ist egal. Und Pulisic hat noch gar nichts gemacht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die fühlen sich auch nicht so geil an. Also weder der krasse Quadrado noch der krasse Pulisic. Aber wie gesagt, vielleicht war ich auch gestern einfach zu sehr am Arsch. Ich muss sagen, ich bin dieses Mal ein bisschen wacher. Vielleicht schaffe ich sogar 6 Spiele statt nur 4. Also 3 Aufnahmen, müssen wir mal schauen. Ich muss mal meinen Bademantel ausziehen. Es ist zu warm dafür im Moment. So, jetzt kann's losgehen. Okay, ein relativ durchschnittliches Premier League Team. Jesus, na was? Natürlich generell schneller Angriff, aber ansonsten eher durchschnittliches Premier League Team. Nichts super Besonderes. Aber wir haben die bessere Mannschaft und ich hoffe, dass wir das auch auf dem Feld zeigen und gewinnen. Aber wie gesagt, mindestens so gut spielen wie gestern, am besten noch besser. Konzentriert spielen, bis zum Ende durchspielen, nicht über Kleinigkeiten aufregen. Und dann schaffen wir das auch. Er hat jetzt, glaube ich, Hart im Tor, oder? Ja. Jesus, Martial, Sterling. Man muss natürlich sagen, dass so Spieler wie Martial und Jesus trotzdem teuer sind, auch wenn es eher kleinere Bewertungen haben, diese Spieler. Aber die sind halt sehr beliebt. Jesus und Martial. Martial sowieso. Ich weiß nicht aus dem Kopf, wie viel die kosten, aber ich würde mal behaupten, Jesus noch mindestens 20.000, Martial wahrscheinlich sogar 40.000 oder mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich teuer, vor allem halt für für normale Goldspieler mit, ich glaube, Jesus hat 81 und Martial 82 Bewertungen. Also nicht wirklich krass. Und jetzt konzentrieren. Oh, was macht er denn? Jetzt drückt er zum zweiten Mal Pause. Meine Herren. Vielleicht hat er auch beim ersten Mal Pause drücken aus Versehen direkt wieder auf Spielfortsetzen gedrückt und hat gewartet, dass ich dann raus bin aus der Pause. So. Konzentrieren wir uns. Bin auf jeden Fall noch einen Tick wacher als gestern. Das könnte von Vorteil sein. So, Torreira. Ist natürlich ziemlich schnell für den Sechser. Ist halt wirklich kein klassischer Sechser, also schon mehr ein Zehner, würde ich sagen. Ein Zehner. Schon mehr ein ZM, zentrales Mittelfeld.
Ja, das war mal relativ einfach. Ich war aber, würde sagen, auch gut gespielt. Die Doppelpässe da zwischen Brozovic und Icardi. Und dann hat Brozovic den Abschluss, dass er sogar von relativ weit draußen noch mit einem Flachschuss den ins lange Eck schießt. Oder mehr schon schiebt, weil er schon fast geschlenzt, aber er hat ihn selber geschlenzt, ich weiß nicht. Ach, gab es nicht auch irgendeine Wochenaufgabe, wo wir durch Pass in den Lauf Tore schießen müssen? Ich glaube, ich habe hier in den Lauf gepasst gehabt. Koulibaly ist da. Sehr schön. Die sind aber auch eigentlich gut mitgelaufen mit Khedira. Das war nicht so geil. Alter, das hat er richtig gut gespielt mit Jesus. Zum Glück hat es nicht funktioniert, weil Donnarumma den Ball hält. Wenn wir uns da gedreht bekommen, ist es wahrscheinlich 2-0. Zu lange gebraucht zum Passen. Ich dachte jetzt schon, da geht rein, ey. Aber er scheint ganz gut umgehen zu können mit Jesus. Gefällt mir nicht. Schade, dass wir nicht schon das 2-0 gemacht haben. Ich habe ihn in den Lauf geschickt. Lichtsteiner läuft auch, aber gerade in dem Moment, als ich dann passe, bricht er einfach ab. Er hätte den Ball natürlich schon locker gekriegt. Ich würde sagen, er war zuletzt dran. So viel zum Thema. Hat Glück. Lichtsteiner hat doch eigentlich den Ball. Getunnelt. Ach, Koulibaly spitzelt den Ball raus. Krieg ich mir jetzt mal einen Ballbesitz hier, verdammt nochmal. Danke, Verzweiflungsschuss. Das heißt, wir haben gut verteidigt. Trotzdem ganz, ganz eklig. Der Spieler macht es nicht schlecht in der Offensive, verliert sehr selten den Ball. Und das wird ein sehr schweres Spiel. Sollte eigentlich ein Schuss ins linke Eck gehen. Weiß ich nicht, warum das nicht geklappt hat. Schwacher Pass von Quadrado, also ohne Scheiß. Quadrado hat einen Boost, ne? Ist ein 89er und dann. Schwacher Pass von mir, das war eine dumme Idee von mir. Oh, das war der Tisch. Zum Glück macht er echt schwache Abschlüsse. Er hat auch einfach nicht die Klasse bei den Spielern im Normalfall. Aber trotzdem gefällt mir nicht. Die Verteidigung gefällt mir bisher nicht. Das war mal gut verteidigt, Musaccio. Boah, krass, wie klein mich einfach einholt, ey. Was zur Hölle? Das war mein Fehlpass, sehr gut.
Schade, den hätte Quadrado zum Beispiel auch machen können. War, glaube ich, auch der Steiger Rechte. Dann hätte ich gesagt, krasses Tor, aber so. Ist jetzt schon meine Tendenz, dass ich wahrscheinlich wieder Felipe nehmen werde. Ja, es war eigentlich auch ein Foul an Koulibaly, aber egal, dann auch immer. Also Koulibaly schafft es, den Gegner so zu behindern, dass er da keinen Abschluss mehr findet. Oh, das wäre ein geiler Konter geworden. Bin nicht zufrieden mit meiner Verteidigungsleistung, bin auch nicht zufrieden mit dem Angriff, weil hier mindestens schon ein Tor mehr drin gewesen wäre für mich. Er muss noch besser werden in der zweiten Hälfte. Scheiß Pace-Pässe, ey. Aber glücklicherweise hat er halt einfach keinen Körper. Und Donnarumma hat einen guten Hechtwert. Oh, ist Angelis Stein, aber ich glaube, da wäre auch nicht rein. Danke, Brozovic, machst du richtig intelligent. Hab das Gefühl, er wird aggressiver, also geht mehr ins Pressing. Scheiße. Genialer Pass von Cuadrado, weiß ich nicht, ob er den so spielen muss. Mich aufhören aufzuregen. Danke. Wieder schwacher Abschluss von ihm. Also langsam muss es hier natürlich 1-1 stehen, aber Gegner wählt einfach schlechte Abschlüsse. Alter, ey, was ist denn jetzt hier los? Was mir gerade wieder auf dem Sack ist, dass es schon wieder total unverdient ist, dass ich führe. Und das will ich nicht, weil hier ist mehr drin. Ich müsste das Spiel eigentlich viel mehr dominieren. Das war geil gespielt. Das war richtig geil gespielt. Und jetzt ist zumindest meine Führung wieder verdient, aber nicht in der Höhe. Also ich denke, ein 2-1 oder ein 3-2 wäre verdienter. Aber ja, das war halt, aber das ist halt der Unterschied. Das ist halt einfach der richtige Abschluss, den ich da wähle. Der gute, richtige Abschluss. Und er wählt halt einen schlechten. So, ich denke, ich gehe mal auf sehr defensiv und gucke mal, ob das dann besser läuft in der Verteidigung. Oh, das macht er wieder gut. Aber wie gesagt, die Abschlüsse sind halt einfach schwach. Muss man halt so tragen, so sagen.
Schöner Pass von Gulam. Von Escharawi. Schön, wenn mich da wegreißt. So, 74. Oh, vielleicht muss ich mal nicht wechseln, wenn es so 2-0 bleibt. Steht echt gut, ne? Der steht echt gut. Ah, jetzt wird er aber zu aggressiv. Jetzt presst er einfach zu sehr. Oh, hätte vielleicht abschließen sollen. Ah, es ist egal. Also ich gehe nicht davon aus, dass jetzt noch was passieren kann. Ich bleibe natürlich konzentriert. Das war wieder ein beschissener Pass von mir. Zum Glück, das Spiel gleich vorbei. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit meiner spielerischen Leistung. Es muss auf jeden Fall besser werden. Muss auf jeden Fall besser werden. Ach, Koulibaly hat den Ball. Ja, 2-0, bin noch nicht zufrieden. Nicht gut gespielt. Verteidigung geht besser. Offensive geht besser. Aber vor allem die Verteidigung. Wobei, auch diese Ballverluste waren dumm. Tore Brozovic, Torreira. Vorlagen Brozovic, Icardi. Wobei, die zwei Tore, die ich gemacht habe, die waren halt schon geil rausgespielt. Muss man sagen. Aber trotzdem, insgesamt geht das viel, viel besser. So. Direkt die nächste Chance, um es besser zu machen. Okay, Bundesliga ist fast voll und voller als Calcio A, also nehmen wir jetzt Bundesliga. Fährmann braucht eine Fitnesskarte. Schon wieder war fit bleibende Aufgabe. Ach, da fällt mir ein, ich habe glaube ich noch ein Pack oder sowas, ein Belohnungspack. Silber. Ja, okay, mache ich gleich auf. Wochenaufgabe, 5 Flanken. Ach, scheiße, die Wochenaufgaben sind weg, deswegen zählt es nicht mehr. Wahrscheinlich ist es immer von Samstag zu Samstag oder von Sonntag zu Sonntag. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall sind jetzt neue Wochenaufgaben, was merkwürdig ist. Ziehen mindestens 5 Tore nach Flanken, das werde ich nicht schaffen. Spiele diese Woche mindestens 10 Online-Saisonpartien, könnte ich schaffen, will ich aber nicht machen. Erziele die Woche mindestens 15 Tore im Online-Saison. Partien. Okay. Das heißt, die zwei Sachen kann man gut verbinden. Gedankenleser bereit. Diese war mindestens 3 Tore per präzisen Steilpass vor Ort. Den habe ich mir leider nicht angewöhnt, den präzisen Steilpass. Deswegen wird es nicht. Kaufe mindestens 3 Stürmer auf dem Transfermarkt per Sofortkauf im Wert von mindestens 1500 Münzen. Na, das wird nichts werden. Okay, ich denke, diese Woche werden wir gar nichts abschließen von den Wochenaufgaben. Mach mal die zwei Sets auf. Spannung, Spannung. Okay. Aber 80 Tempo und Koreaner sind meist recht beliebt. Okay, der ist anscheinend nicht so beliebt. Oh,
Oh, 500 Münzen, das ist natürlich cool. Brauchen wir jetzt auch nicht spannend machen, weil da passiert eh nichts. Da kommt jetzt kein krasser Leinwandspieler raus oder so. Hundert, wird nichts wert sein. Ist ja auch kein guter Spieler. Kirklees-Stadion. Ach, ich stelle ihn mal auf den Transfermarkt, auch wenn ihn niemand kaufen wird. Aber wenn jeder so denken würde, dann wären die Sachen ja auch nicht da. Deswegen, ich mach's einfach mal. Und jetzt spielen wir der Bundesliga. Und ich bin echt ultra enttäuscht von Cuadrado und von Pulisic. Aber es kann natürlich sein, dass der Spielercharakter, den die sind, dass der einfach nicht passt auf entweder zu meinem Spielstil oder eben auch einfach auf die RM-Position. Weil die machen einfach nichts. Also im Vergleich zu Kramaric und Philippe Andersson sind die halt schon ziemlich schwach, also auch vom Gefühl her. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich die Weekend League noch übertesten, beziehungsweise ich werde sie jetzt wahrscheinlich nicht auswechseln und dann erst in den Sonntagsspielen mir überlegen, ob ich sie rauskicken will. Weil, wie gesagt, ich achte jetzt auch recht wenig auf die, aber gut, im Endeffekt geht es dann einfach auch um die Scorerpunkte. Brandt hat sich super gut angefühlt, keine Scorerpunkte erzeugt, dementsprechend habe ich ihn dann auch gekickt. Aber jetzt Ruhe, konzentrieren, besser spielen als vorhin. So, wir werden das auch schnell. Also bitte, das ist eigentlich sogar schon gelb, meiner Meinung nach. Oh, krass. Und da ist das erste Tor von Pulisic. Natürlich ein Lackertor, aber egal. Ich freue mich trotzdem. Ich hätte dann einfach den Ball bekommen und dann einfach zweimal auf Schießen gedrückt, weil die Flachschüsse gehen dann aus der Entfernung halt am ehesten rein. Und ja, ziemlich locker Tor, erste Tor von Pulisic. Mal gucken, wie dieses Match weitergeht. Hat Pulisic den angenommen oder hat ihn der Verteidiger angenommen und er ist dann vor Pulisics Füße gefallen? Ganz komisch. Aber egal, guter Start und jetzt konzentrieren und noch ein, zwei Tore rausspielen. Macht Kimmich gut. War das Kimmich? Ich weiß gar nicht, ich glaube. Und Süle. Oh, da ist gar niemand auf der Seite. Und Süle steht bereit. Hallo, was ist denn da unten los? Da ist gar niemand. Aber Pulisic ist auch gerade. Was ist mit meinen Außenmittelfeldspielern los? Die bieten sich gar nicht geil an. War ein normaler Pass, er macht einen Laufpass draus, ich weiß nicht wieso. Es war sogar ein normaler straffer Pass. Gegner steht aber auch schon wieder gut, kann ich eigentlich jetzt schon sagen. Oh, Tolisso war eigentlich schon dran.
komm, Pulisic, du bist schnell. Und da ist das nächste Foul. Oh, vielleicht haben wir ja Glück und machen jetzt direkt wieder ein Tor. Das macht Pulisic. Ne, ich will wieder, dass das wieder... Wer hat das vorhin gemacht? Arangis. Damit Pulisic wieder ein Tor machen kann. Spielt wirklich wieder auf Pulisic, aber dieser macht doch keins. Da stehe ich doch eigentlich. Oh, krasses Tor, aber auch vorher krass gespielt. Ja, Pulisic übrigens, Vorlage, ne? Zwei Score-Punkte ist Pulisic. Krasses Tor von Arangis. Ich war einfach so schlecht ausgerichtet, da wollte ich jetzt keinen Flachschuss machen, deswegen habe ich ihn halt normal geschossen. Aber vorher auch schön rausgespielt, finde ich. Schöner Pass von, ich glaube, Werner auf Pulisic und dann halt Pulisic, schöner Pass auf Arangis. Und dann dachte ich mir einfach, jetzt schieße einfach mal. Ich glaube, ich lasse es mal defensiv, gehe mal nicht auf sehr defensiv, ich will noch ein drittes Tor machen. Der Gegner ist ein bisschen angepisst, das war halt auch ein crazy Tor, also... Der geht so nicht immer rein, sag ich mal. Jetzt haben wir natürlich die Moral auf unserer Seite. Hoffen wir mal, dass wir da jetzt ein schnelles 3-0 draus machen können. Vielleicht bricht der Gegner dann ab. Aber wenn es wirklich so ist, dass man keine Fitness regeneriert, sobald man abbricht, dann wäre das natürlich ein Grund, Spiele seltener abzubrechen, weil man will ja, dass die andere Mannschaft regeneriert. Es sei denn natürlich, dass man nur mit einer Mannschaft spielt und sowieso Fitnesskarten verwendet. Schade. Gut gehalten. Aber Pulisic steht gerade ein bisschen durch. Hat Angst. Hat, glaube ich, Angst ausgewechselt zu werden gegen Kramaric, wie es aussieht. Ich wusste, dass er dahin spielt. Aber Zuber steht bereit. Scheiße, es war zu langsam abgebrochen. Hätte ich vielleicht den Schusstäuscher machen müssen. Scheiße, aber der Pass von Werner wieder war geil. War so mit Sicherheit nicht geplant. Oh, hat ein Glück, ey. Macht eigentlich den bescheuerten Stellungsfehler. Und lackt sich dann halt noch den Ball. Komm, Thomas, schießen einfach raus. Danke. Ja, ich bin auf jeden Fall zufriedener als mit dem ersten Spiel. Ein, zwei Situationen haben mir jetzt nicht gefallen. Damit Zuber halt... Ach, krass. Entweder hat der Gegner schon abgebrochen oder wir haben einfach Glück, dass gerade irgendwie die Verbindung beim Gegner abbricht. Ist mir eigentlich egal. Das ist ein ziemlich schnelles Spiel, was wir gewonnen haben. Geil. Nice. Das ist ja nice. Dann können wir jetzt schon die nächste Aufnahme anfangen. Haben die ersten zwei Spiele gewonnen, wenn das... So läuft, dann mache ich vielleicht wirklich 6 Spiele statt 4, mal gucken. Aber erstmal ganz ruhig die nächsten Spiele angehen. Das Schöne ist auch, dass ich mit meiner Bundesliga, die ja noch nicht voll regeneriert war, jetzt nicht komplett durchspielen musste. Das heißt, die haben fast keine Fitness verloren und sind dann, wenn ich jetzt mit der Calcio A spiele, das nächste Spiel, sind die dann wieder komplett fit. Das ist halt schon mal gut.
Und ja, Pulisic, ne, in einer Halbzeit quasi 2 Scorerpunkte gemacht. Das ist schon mal nicht schlecht. Wobei man auch sagen muss, das war nichts Besonderes. Der Abschluss war eigentlich ein Nackertor. Er bekommt da den Ball halt vor die Füße. Und das andere Ding war einfach nur ein Pass. Da war eigentlich das Wichtige der Abschluss von Arangis und nicht die Vorlage. Von daher. Aber ist egal. Scorerpunkt ist Scorerpunkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.